Nein, they're composed of four pieces. Ja, ich weiß schon, was zu machen ist. Oh. Moment, den hatten wir. Den hatten wir. Habe ich wirklich den hinten? Ja, natürlich habe ich den. Ne, der andere muss oben sein. 1, 2, 3. Hier gibt's nicht mehr. Beziehungsweise der letzte kann ja egal sein. Bleiben ja wieder nicht viele Kombinationen. Hier ist schon mal keiner, wie es aussieht. Ein wunderschönes Bild. In dem Sinne, ich mache mal kurz eine Pause und bin gleich wieder da. Weiter geht's. Ja, jetzt wissen wir ja wenigstens, was wir machen müssen. Also hier auf jeden Fall mal noch gar nicht. Aber eine Säule fehlt ja noch. Ist aber egal, wir bauen die anderen schon mal auf. Und da gibt es ja nur noch vier Möglichkeiten. So, dann sehen die blöd aus. Die Schildkröte ist ganz oben. Ja, Moment mal. Ach so, oben links die Schildkröte gehört zu der Figur oben links. Und die ist oben, also muss ich das obere. Das obere war also doch schon mal richtig. Die hatten wir ja auch am Anfang. So, dann oben rechts. Ja, erstmal kommt der Fisch. Wo ist denn der Fisch? Der kann ja nur unten links sein. So, das fehlt aber. Also Fisch haben wir jetzt erstmal nicht. Der Drache ist unten rechts. Also an dritter Position. Also das ist das mit der Zunge. So, also der Mund ist das mit der Zunge. So, und dann ganz unten der Oktopus, den haben wir oben rechts. Oben rechts ist, die überschränkten Arme oder... Ah. Secret compartment. Da waren die Augen sogar schon richtig. Habe ich mal wieder recht gehabt, dass das eine Geheimtür war, aber das war ja irgendwie offensichtlich gewesen, hat man ja gesehen. What kind of stone is this? I've never seen any substance quite like it. Okay, das wird doch schon. Disturbing. Das mit der schwarzen Masse irgendwie aufzunehmen. Ja, okay, das wird wahrscheinlich für den Aufzug sein. Das wird für den Aufzug sein. Was denn sonst? Wow, really old photo. The island is wearing a lot of tribal ornaments, but none of them seem Polynesian. Ja, das wissen wir mittlerweile auch. Irgendwie scheint hier gar nichts zusammenzupassen. Wie gesagt, irgendwas mit der schwarzen Masse, die konnten durch die Linse da auch in andere Dimensionen schauen. Ob es vielleicht dann auch möglich war, dass die Dimensionen sich überlagert haben oder sowas. Die hat ja auch gemeint, der Typ scheint überhaupt nicht irgendwie zu der Kultur zu passen.
Also muss das ein Typ aus einer anderen Dimension sein. This appears to be the shrine of a Polynesian chieftain. Ja. Impressive work. Is that a fish pattern? Keine Ahnung. Wen juckt's? So, dann würde ich sagen, fahren wir mit den Fahrstuhl hoch, wenn es überhaupt schon geht. Ich glaube, das mit den schwarzen Flecken kriegen wir da so schnell nicht raus. Da fehlen noch irgendwelche Informationen. So, das wäre ja Wahnsinn, alle Kombinationen auszuprobieren. Wie viel wären das? Eins, zwei. Also mal. Ja, den Lernen muss man ja auch mit berücksichtigen. Das heißt, sie könnten einzeln vorkommen. Ja, aber könnten aber auch drei sein. Ich habe viel zu viele Möglichkeiten. Haben wir da schon alles geguckt? Egal, gehen wir wieder nach unten zu dem Fahrstuhl. Müsste ja dann der Eingang oben sein, haben wir ja gesehen auf der einen Zeichnung. Das, was die anscheinend mit dem Dynamit da weggesprengt haben, da oben. How is that possible? What fascinating technology. Jo. Ja, okay. In welcher Zeit sind wir? 1934? Sehr schön. Oh my goodness, what happened here? Da ist der Eingang. Aha. Jetzt wird es mal interessant. Nur was mich gerade so ein bisschen stört, manchmal ruckelt es ein bisschen. Noch geht's, also für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei der Aufnahme dann aussieht. That black ooze again. Was hat die gesagt? Irgendwas wieder mit dem schwarzen Zeug. 14. Juli 1934. Dieser idiotische Roy hat die Luke in die Luft gejagt und sich selbst gleich mit. Keine Sorge, Doc, Mr. Everhart ist einverstanden. Das ist nur eine kontrollierte Sprengung. Wäre ich nur ein paar Meter näher dran gewesen, könnte ich diese Geschichte nicht mehr erzählen. Der schwarze Schleim hat mich voll gespritzt und ich habe den ganzen verdammten Abend damit zugebracht, ihn wieder zu entfernen. Also der Roy war das. Dadurch ist er ums Leben gekommen. War das der Roy? Roy getötet hat. Ja, da steht's. Roy. Skin alterations. Like the ones on my hands. Das hat wahrscheinlich mit der schwarzen Masse zu tun, oder keine Ahnung. 15. Juli 1934. Heute hat sich die Haut meiner linken Hand verändert. Er erinnert an Blutschwämmchen. Ein allergisches Ekzem. Cyanose, hoffentlich nicht. Ich habe mir Blut abgenommen, um es zu untersuchen. Ich werde um das Foto von der Hand von Eva Frau Zart bitten. Komisch. Moment, das sind die schwarzen Flecken irgendwie wieder. Die hat doch geträumt, dass sie doch schon mal auf der Insel war.
Also klar, vielleicht hat sie die Flecken auch nur irgendwie geerbt von ihrer Mutter. Ja, entweder hat sie es nur geerbt und die Mutter war halb auf der Insel und hat damit schon Probleme gehabt. Oder wir waren schon mal auf der Insel, weil wir haben ja schon mal geträumt und genau als wir auf die Insel gekommen sind, haben wir ja quasi, die hat ja die eine Zeichnung gemacht, wo sie im Traum gesehen hat und die hat sich direkt mit der Insel ja geglichen, also war sie wahrscheinlich schon mal hier gewesen. So, 17. Juli 1934, die Flecken auf meiner Haut bewegen sich. Ich kann sie spüren. Ist da jemand im Brunnenschacht? Ich höre Nachtstimmen. Ich könnte schwören, dass sie meinen Namen rufen. Und wo kommt diese Musik? War genau das gleiche wie bei uns. Ganz am Anfang im Spiel, als sie geträumt hat, da war ja die komische Sprache und dann haben sie Nora. So heißen wir da, oder? Nora, Sarah. Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay, die werden aber immer irgendwie benebelter. Die können ja kaum noch schreiben. Also alle die, wovon die Flecken irgendwie befallen sind, abgesehen von uns, wir scheinen jetzt noch normal zu sein, aber alle die die Krankheit irgendwie bekommen haben, die werden geistig immer benebelter. Die können da, guck mal, die sind ja voll verwirrt. Jedenfalls die schwarzen Flecken, ob die Kombination da unten vielleicht stimmt. Sieht mal so aus. Okay, aber. Das kann man ja nicht mitnehmen, das ist blöd. Ach, da unten ist ja noch was. Heavens, he's losing his mind. Ja. Scheint ganz komische Sachen zu zeichnen. Slap, Candle Slap, 1899. Hör mit dieser Musik auf, aufhören, 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 es reicht. Ich höre sie so gern. Was? Das sind auch wieder überall die Muster mit den schwarzen Flecken, aber überall wo irgendwelche anderen. Das wird uns, glaube ich, nicht weiterhelfen. Wow. Cripes! This man was splashed with that black liquid. Ah, das war ja, stimmt. Der hat ja gerade noch so überlebt, wurde nur vollgespritzt von der schwarzen Masse und er hat die schwarzen Flecken bekommen. Also wurden wir auch irgendwann mal oder sind irgendwann mal mit der schwarzen Masse in Berührung gekommen. Oder wie gesagt, von der Mutter vererbt irgendwie. Deswegen haben wir dann auch irgendwelche Visionen gehabt. Whoever took this picture must have a really cool head. Ja, allerdings hier. Those spots look all too familiar. Ja, Foto meiner linken Hand. Oh. Is this a picture of my hand? Das ist unsere Hand, die sieht ja noch übel aus. Erythrocytes. Aren't those red blood cells? Undefinierte Substanz pulsiert, beeinflusst Erythrozyten. Okay, das wird jetzt alles nicht so wichtig sein. Also für irgendwelche Rätsel. Mal gucken, was es da gibt. Wait a minute. Is this what was in the doctor's blood? Ja.
die Haut meiner linken Hand verändert. Es erinnert an Blut. Ach so, das hat man ja schon. Dieser idiotische Roy hat sich in die Luft gejagt. I can't stand the smell of medical equipment. Reminds me of my illness. This stone structure, a hatch of some sort. Well then, I'm going down. Come on, Nora, deep breath. Ja, das sind die Stimmen wieder. Ich verstehe, wieso ruckelt es hier jetzt so. Is somebody whispering? Hello? Is anyone down here? How old is this mural? It looks really ancient. Ritual. You're close to something here, Harry. Let me see if I can solve it. Rituale anderer Realitäten. Vergessene Zivilisationen nicht polynesisch. Schwarzer Schleim, um Ritual zu wiederholen. Tilling hasst Broschüre prüfen. Tilling has Broschüre prüfen. This looks like another job by Handyman Harry. Ja, der Alleskönner-Ritual wiederholen. Tilling has Erfindung modifizieren. Ja, hoffentlich finden wir hier irgendwas. Maybe he heard the whispers too. Mr. Everhard, der Doktor verhält sich seltsam, seit er mit diesem schwarzen Schleim bespritzt wurde. Und es wird immer schlimmer mit ihm, seit er sich oben auf der Klippe aufhält. Man sollte ihn im Auge behalten, Frank. Ah, und wieder eine Abkürzung. Da hat die irgendwas aufgezeichnet. Ja, aber wir sollten doch... Moment, wir sollten doch in die Aufzeichnung von... der Expeditionsdoktor wurde bei der Explosion, die Roy getötet hat, mit Schleim vollgespritzt, zwei Zeichnungen, wie ich an den Armen bekommen und fing an, sich seltsam zu verhalten.
Die Wandgemälde erzählen die Geschichte eines zeremoniellen Rituals mit dem schwarzen Schleim. Haben sie ihn sie sich in die Augen gespritzt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie, diese Bewohner wollen das nachmachen. Ah, okay. Also so wie es auf der Zeichnung aussieht rechts, die haben sich das wirklich in die Augen gespritzt, genauso wie bei den Linsen und konnten damit quasi in eine andere Realität sehen. Aber wir sollten doch irgendwie in die Aufzeichnung von irgendjemandem gucken. Habe ich den Namen vergessen? Dann steht es nicht. Irgendwie die Maschine modifizieren. Sollen wir da modifizieren? Das ist das Einzige, was wir da machen können. HW Everhard, da ist er doch. War das nicht Everhard? War doch Everhard. Okay, was haben wir hier überhaupt noch? Hier haben wir ja noch gar nichts überprüft. Ich finde es so schade gemacht, im ganzen Spiel läuft es wunderbar flüssig und hier plötzlich. Und kein Mensch weiß wieso. Ruckelt es wieder. Press these star-shaped tiles. Okay. Ah, okay. Okay, die, wo man drückt, die verbinden sich dann. Okay. So, irgendein Symbol müssen wir hier zusammen verbinden. Hatten wir da irgendwas gehabt? Ich glaube, das kommt auch erst viel später. This eye, is it calling to me? Are these ornamental or something else? Were these eyes related to the ritual? Was war denn das? Ah, da haben wir schon mal was. Do they have two pupils? Ah, okay, das sind die Symbole. Das haben wir jetzt aufgezeichnet. Ja, genau. Das haben wir aufgezeichnet. I almost feel as if they're watching me. I feel disoriented down here. Ja, und wieso zeichnest du die nicht auf? Were these eyes related to the ritual? Wahrscheinlich muss ich. Ah, wahrscheinlich nur da, wo man die Stimmen herhört. Another eye. Ah, I hear whispering. In der zweiten Figur, als würden die baden in dem schwarzen Zeug. I almost feel as if they're watching me. So, dann das noch.
hear it. I'd better draw it, just in case. Oh, the whispering, it stopped. Was I imagining all that? So. Das sind sie. Ob jetzt nur eins davon stimmt oder man alle drei probieren kann. So. Jetzt die Frage, aber hier, ne, ich glaube noch eins weiter nach unten. Ich glaube, das mit Stimmen. Oder eins. Naja, doch. Ja, das ist. Eins nach oben, nach links und kleiner. Nee, noch eins nach oben. Eins nach links. War das in der Mitte? Nee, das war gerade eben richtig. Hier. Eins. Noch eins, glaube ich. Ich glaube aber noch eins weiter links. Das ist nämlich nicht. Ja, das ist nämlich nicht so 45 Grad. Noch eins weiter links. Also den erstmal wieder löschen. So, hier. Einmal stimmen. Und zwei. Jetzt ist der irgendwie zu weit weg. Und von der Größe weiß ich auch nicht. Und links ein kleiner, nur weiter oben. Also hier. Ja, 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 ja. Yes, I think I solved it. Ja. I wonder what I might be able to see with this lens. Was hast du notiert? Schön. Achtung, ich kann mir jetzt schon vorstellen, was wir sehen werden. Und zwar eine Riesenkrake. Oder sowas in der Art. Oder irgendein Seeungeheuer, was das Schiff angreift. It fits. So. Ah. Muss meine Ohren so ein bisschen entlüften. Oh. Ziemlich heiß, oder so. Da bin ich mal gespannt. What? What on earth? What is happening? Hä? Irgendwelche Sternbilder? Aber hä? Als hätte sich irgendein Meteor oder sowas so bewegt. My God. What was that that I saw? What were those stars? My God. What? What was that that I... Ah, okay, jetzt weiß ich, wo... Das ist ja unten. Das, was die gesprengt haben, das müssen wir danach bilden. Links ist der eine große Stern oder der goldene war das, glaube ich. What were those stars? So, da war nämlich, glaube ich, nur hier der eine goldene. Das ist nämlich der große Stern gewesen. Kurz in die Einstellung gehen, das kann ja wohl nicht. Ja, okay.
Das ist wunderbar. Ja, also genau, das wird der goldene sein, der wo links abgebildet ist und dann erstmal hier. Das stimmt schon mal, der aber nicht. Der und noch mal hier runter. Und so einen Bogen hier hin. Jetzt sind wir da jetzt so 1, 2 da lang. Oh. Ah, ne. Gemeinte Stein wäre im Weg. Jetzt dahin. Und dahin. Right, looks like I solved it. Nein, ich war das. Ich war. Ich bin ihr innerer Geist. Great Oh. Scott. Oh, oh. That's black ooze. Jetzt gehen wir baden. What's happening? What's happening?